Hi ho und willkommen zurück bei lieben Strategiespiel und Wikingerfreunde zu Cultures, der Entdeckung Vinland. Ja, nachdem wir in der letzten Aufnahmesession ein bisschen Nahrungsprobleme hatten, sollte sich das Ganze jetzt wieder etwas gefangen haben. Oh, und wir haben einen Töpfermeister bekommen. Ah, sehr gut. Ja, unsere... Ja, es sammelt sich schon wieder Nahrung im Haupthaus. Weil sowohl unsere Bäckerei als auch unsere Obstfarm schön Nahrung produzieren. Was ich jetzt mal gucken muss, ist, wie groß ein... wo ist der Jäger? Jägerzelt, eine Schäferhütte ist. Oh, die geht von der Größe her. Aber die ist jetzt erstmal nicht wichtig. Erstmal ist es wichtig, dass wir unsere Holzproduktion verlegen. Dazu sind unsere beiden Bauarbeiter schon fleißig am Schaffen. Eine Speermacherei können wir auch gleich in Auftrag geben. Hier unten nicht, weil sich unsere Bauarbeiter langsam zu sehr davon entfernen. Dann warten wir, bis sie zurückgekommen sind. Ja, das Zweifamilienhaus wollten wir den Eisenminer und den Holzfäller einquartieren. Das sollte eigentlich er dann übernehmen. Also der Eisenbiene arbeiten. Du kannst trainiert werden, das ist nicht schlecht, so. Ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr Kinder. Wir brauchen nämlich einen Bierbrauer. Und einen Ersatztöpfer erst einmal. Der Holzfäller kann erstmal wieder Werkzeugschreiner werden. Und du stellst mir bitte neue Holzwerkzeuge her. Nimmst ruhig das Holz aus seinem Holzfällerzelt. Beim Augenblick haben wir Mangelware an Werkzeugen und unsere Eisenwerkzeugproduktion, die läuft ja noch nicht. Ja, es ist gut, dass das Geschirr hier eingelagert wird. Ja, das Haus steht schon lange her, das Holzfällerzelt. Die beiden sind mit Bauen beschäftigt. Gut. Und er hat die gewünschte Warenmenge hergestellt. Okay, das heißt, du kannst eigentlich das erste wieder Steine klopfen.
Hier baue ich ein Zweifamilienhaus für die Träger hin. Aha. Und hier ein Zweifamilienhaus für den Träger und den Bierbrauer. Ja. Wie viele unverheiratete Frauen habe ich eigentlich noch? 2. Okay, das geht dann recht gut auf, weil da werden noch 2 Häuser gebaut auf jeden Fall. Kinder werden auch schon gemacht. Du bist hungrig. Mal wieder. Du... Oh Gott, du bist so hungrig, dass du schon Leben verlierst. Ah je. Na gut, hier gibt es zum Glück genug Nahrung. Ich hoffe, du isst tüchtig. Eigentlich, wenn ich will, dass es bei den beiden auch besser läuft, muss ich denen auch mal ein Familienhaus zur Verfügung stellen. So, du schläfst gerade. Wo ist der andere? Der ist hier. Der schläft da. Mhm. Ja, okay, um unseren Bau zu beschleunigen. Weil wir eh noch Einwohner brauchen und so weiter. Werde ich euch mal notgedrungen einquartieren. Und euch dazu zwingen, das Haus fertig zu bauen. Denn es ist nur schleppend. Sehr, sehr schleppend. Wie die unsere Bauvorhaben vonstatten gehen, weil wir haben zu viele Leute ohne Obdach. Wir haben 6 Leute ohne Obdach insgesamt. Davon sind 5 Arbeiter. Wieso haben wir eigentlich nur 5? Werkzeugschreiner, Bauarbeiter, Träger, Träger? Welcher Träger ist denn bitte... Ach so, einer wohnt beim Bäcker. Der da. So, du heiratest. Und... Nein, du baust das Ding da. Bitte fertig. So, unser Werkzeugschreiner sorgt für Holzwerkzeug. Das ist gut. Ich glaube, wir geben noch ein bisschen mehr in Auftrag.
Und ich glaube langsam, ich sollte meinen Träger wieder zum Bäcker zurück verschieben. So, jetzt baut mir bitte euer Wohnhaus fertig, damit ihr dort einziehen könnt, schlafen könnt, essen könnt, arbeiten könnt. Ja, Weizen wird abgeholt. Er ist müde, also soll er ruhig mal ausruhen. Holzwerkzeuge werden gemacht. Er holt Weizen fürs Haus, sehr gut. Es ist schon mal ein Vorteil, wenn sie im Haus schlafen können, damit sie nicht ständig so müde sind, die zwei. Dann setze ich hier gleich noch ein Zweifamilienhaus hin. Und du ziehst auch mal da ein. So, sie sucht etwas Gesellschaft. Sie sollte aber jetzt gleich anfangen zu kochen, hoffe ich mal. Er hat Hunger und sucht Nahrung, das ist okay. Sie will kochen, das heißt, sie holt jetzt Nahrung gerade aus dem Haupthaus. Oder holt sie Geschirr erstmal. Du bist fertig? Ja, du bist fertig. Gut. Das heißt, du kannst gleich mal den... Nee. Du machst erstmal den Holzfäller hier. Bei wie vielen Leuten bin ich jetzt eigentlich? 21, also 9 Stück kann ich noch. Wobei, es muss ja auch erst der Verteidigungsturm fertig sein, bevor... So, die erste Nahrung. Sie holt Geschirr tatsächlich. Gut. Er sucht Holz. Wo ist unser zweiter Bauarbeiter?
Der baut das Zweifamilienhaus hier oben, okay. Gut, ganz langsam läuft alles hier ein bisschen an. Wieder. Svein ist erwachsen. Ja. Ja, du wirst unser Bierbrauer. Es liegt da tatsächlich Weizen und Mehl vor der Haustür rum.